Gut, Schlüssel zur Zelle im Archiv Todesherzogs. Der Turmpark, einst eine Sammlung wertvoller Werke und Briefe, wurde aber nach Ausbruch von Seths Wahnsinn als Kerker genutzt. Die dort wachenden Schlangenmänner ahnen nichts von diesen Schätzen. Im Keller des Turms hausen die gepeinigten Fehler der schrecklichen Experimente, die hier ausgeführt wurden. Also ja, die Pissakas, die wir gesehen haben. Extra Schlüssel für eine Zelle im Archiv des Herzogs. Eventuell waren die Schlangenmenschen unsachtsam, denn es gibt mehrere einzelne Schlüssel, welche zu den Archivturmzellen passen. Ja, die sehen allgemein gleich aus, aber wenn man sich unten das Schlüsselteil ansieht, sehen sie doch etwas anders aus. Schlüssel zur riesigen Tür des Archivturms, der jetzt als Kerker fungiert. Der Schlüssel sieht nicht aus wie ein Gefängnisschlüssel, weil der Turm früher kein Kerker war, sondern eine Sammlung wertvoller Werke erhielt. Oh, Schlüssel für den Anbau der gemalten Welt, den hatten wir auch noch nicht. In der winterlichen gemalten Welt ist eine Struktur in Form einer alten Kathedrale. Ach doch, den hatten wir bereits. Genau. Gut. Also ja, ich habe euch ja von Anno Londo aus das Archiv gezeigt und habe ja gesagt, wir haben hier einen riesengroßen Anbau dran. Und das ist genau dieser Anbau hier, in dem wir uns jetzt befinden. Das eigentliche Archiv. Wow. Ja, komm her. Nimm dein Schild runter. Ich weiß doch, dass du es willst. Genau. Hier müsste aber allerdings nichts drin sein. Genau. Außer dem Typen, den wir auch ruhig wieder einsperren können. So. Gut. Nächste Etage. Hier waren wir ja bereits. Aber hier ist auf der anderen Seite noch eine Tür gewesen. Ah, hier sind unsere Freunde wieder. Ja, die jetzt alle angerannt kommen. So, einer ist weg. Au. Bleiben noch zwei. Ich ziehe mich mal kurz zurück und trinke einen Schluck. Das ist dann nämlich doch etwas bescheidener. So. Leuchtfeuer ist wieder aktiv. Das wird ja deaktiviert, wenn Feinde in der Nähe sind. So. Und hier ist der Loot, den wir gesehen haben. So, dafür wechsle ich mal also erstmal das Ding weg. Die Anmerkung, dass wir den Schlüssel benutzt haben. Jetzt benutze ich mal Sturzkontrolle. So, und jetzt geht's da runter. Genau. Seele eines Ritters einsammeln. Und jetzt geht's hier runter. Und hier runter. Und da sind wir wieder ganz unten. So. Gut. Oh ja, und Seth hat wohl elektrische Lampen. Jedenfalls sieht das nicht so aus, als ob Feuer drin brennen würde. Gut. Wieder nach oben. Ganz nach oben. Dumm-di-dumm-di-dai. So, die Zellen haben wir alle geprüft gehabt. Genau, da ist unsere Zelle mit dem Leuchtfeuer. Jupp. Das heißt, wir können jetzt erstmal ganz nach oben und den Loot da drüben noch abgreifen. An den kommen wir nämlich auch am besten mittels Sturzkontrolle ran.
Und das hier ist die Riesentür übrigens. Naja, so riesig ist sie gar nicht. Ist halt einfach bloß eine große Archivtür. Wobei ich mich frage, wie Seth hier, hier überhaupt reingekommen ist. Und ja, ich spreche den Namen auch ziemlich oft falsch aus. Ich weiß gar nicht, wie es richtig heißt. Seth oder Seth? So, die Robe der Weißen Maid. Das ist Reas Rüstungsset. Ja, dazu muss ich auch noch mal eine Sache sagen. Die weiße Robe der reisenden Mägde. Unabhängig von ihrem Rang ist sie Teil ihrer Tracht. Sie ist weich und von guter Qualität, aber da sie kaum Schutz bietet, ist sie für die Schlacht eher ungeeignet. Ja, zu den... Ups, wieder zurück in unsere Zelle. Zu den NPCs, nämlich ein paar NPCs haben so die Eigenart, drauf zu gehen und zur Hülle zu werden. So wie der deprimierte Krieger, der den wir am Leuchtfeuer begegnet haben und den wir dann in Neulondo töten mussten. Und zwar sind das zum einen Rhea aus Torolund. Wenn wir alle ihre Wunder kaufen, dann kommt sie in die Archive und wird hier zur Hülle. Wenn wir von Logans Schüler Rickard, nee, halt Grix, wie auch immer, einer von den beiden Wirnheim-Fuzzis, alle Zaubersprüche kaufen, inklusive die von Logan, dann geht er in Sens Festung und wird da zur Hülle. Logan selber, wenn wir seine Sachen alle kaufen, dann verfällt er hier in den Archiven dem Wahnsinn, so wie Seth oder Seth, lasst mich. Wen haben wir noch? Ah ja, den Pyromanten. Wenn wir unten in den Dämonenruinen bei Quelax Schwester, bei Quelan, den Eid hoch genug aufgestiegen sind, dann würde er uns fragen, woher wir diese Zauber haben, weil für Quelans Eid gibt es Zauber, wenn wir den hoch genug steigern, was ich euch später auch noch zeigen werde, weil wir brauchen den Eid. Und dann ist er neugierig, woher wir diese Zauber haben. Und wenn wir es ihm sagen, geht er in die Sümpfe, also in die Schandstadt und wird dort zur Hülle. So kann man theoretisch den gesamten Feuerbandschrein leer machen. So. Aber weiter im Spiel. Das ist nämlich auch der Grund, warum wir Reas Rüstung jetzt hier gefunden haben. So. Hi, Kumpel. Gut, weg mit dir. Dort hinten ist ein Bogenschütze. Ich wechsle mal wieder den Talisman. Schieß, ich habe keine Angst vor dir. Nur vor deinem Kumpel um die Ecke, genau, der da. So, hier müssen wir aufpassen. Und ja. Pfeile tun uns gar nichts mehr. Also was die Ausdauer angeht, weil unser Schild halt stark genug ist. Dumm-di-dumm-di-dai. So, jetzt kommt ein interessanter Teil. Jetzt müssen wir nämlich da oben den Magier wegsnipern. So. Gucken, dass wir ihn gut treffen. Genau so nämlich. Und aufpassen, jetzt kommt nämlich gleich noch ein Kumpel von ihm um die Ecke. Aber erstmal ihn hier loswerden. Genau. Genau, da ist sein Kumpel. Und hinter uns müsste irgendwo ein Bogenschütze stehen. Aber der hier ist so nett und kommt näher an uns ran. So, dass wir ihn auch töten können. Gut. Wäre das schon mal erledigt. Okay, hier steht kein Bogenschütze. Und wer es merkt, wir sind wieder in den Hauptarchiven gelandet. Allerdings auf der spiegelverkehrten Seite. Und zwar ziemlich weit oben. Fast im obersten erreichbaren Stockwerk. Also das ganz oberste können wir selber gar nicht erreichen. So. Wir haben jedoch hier noch einiges aufzuräumen.
So, komm her, du. So. Irgendwer schießt auf uns. Können wir auf dich schießen? Nein, können wir nicht. Aber jetzt können wir auf dich schießen. Leider kannst du zurückschießen. Genau. So, und noch ein Schuss. Und weg bist du. Dann nervst du schon mal nicht mehr. Ja, ich versuche, die Archive in einem Mann zu machen. Ach, du nervst. Aua. Ah, das war ein Kopfschuss noch auf die letzten 100 Meter. Und auf die letzten 5 Meter, um genau zu sein. So. Sehen wir uns doch erstmal hier oben genauer um. Mal abgesehen davon, dass hier nicht besonders viel ist. So. Hier ist nämlich nichts. Hier ist auch nichts. Da unten ist der Eingangsbereich wieder, genau. Mit dem Magier und allem. Dort werden wir später auch nochmal runtergehen, weil man sieht, da drüben auf dem einen Regal steht eine Truhe. Und dann, wie man hier rankommt, möchte ich euch dann bei Gelegenheit auch mal zeigen. Also die beste Möglichkeit, daran zu kommen. Es gibt nämlich die eigentlich normale Möglichkeit, die ziemlich knochenbrecherisch ist. Ah, und hier dort ist ein Bogenschütze irgendwo. Dann verpiesen wir uns doch mal. Gut geduckt. Das war alles Absicht oder auch nicht. Ich würde sagen, verpieseln wir uns hinter die eine Säule da. Aber da ist ja noch eine andere Bogenschütze. So, gucken wir uns erstmal auf der Seite um. Jupp, auch wenn es hier nicht wirklich was gibt. Dafür können wir hier jetzt die Treppe drehen. Das ist nämlich ein Drehmechanismus. Wow, hier werden wir zum Glück nicht so leicht getroffen. Au. Ja, wieder voll in den Kopf. Muss das denn sein, Junge? So, da hinten ist noch ein Bogenschütze. Ist in der Richtung fast. Gibt es doch nichts, dass es hier nichts gibt. Nein, hier ist nichts. Und ja, wir müssen sowieso hier hoch auf diese Seite. Hey, Kumpel. Doing. Na komm, schieß nochmal. Tschüss. Weg ist der. Hier ist nichts. Hier steht auch keiner im Hinterhalt. Doing. Doing. Stirb. So. Hier war, glaube ich, auch keine Truhe, aber auf der anderen Seite ist eine. So, weil die Treppe steht normalerweise immer andersrum als die Treppe im gegenüberliegenden Raum. Das heißt, wir mussten die eine Treppe drehen, damit wir auf diese Treppe draufspringen können. So. Einmal kurz heilen. Wir haben ja genug Heilung. Und das da drüben ist übrigens keine Nebelwand. Das ist der Ort, aus dem wir kamen. So. Hier ist keine Truhe. Aber hier drüben müsste eine Truhe sein. Und das ist, soweit ich weiß, auch eine Truhe. Vorsichtshalber mal draufschlagen. Ja. So, Zaubereiz, starkes Zauberschild brauchen wir als Paladin allerdings nicht. Und ja, wir sind mittlerweile ein Paladin. Wir wirken Wunder und haben eine Paladin-Rüstung an und ein Silberschild.
So, wir können jetzt dafür hingegen die Leiter hier mal umdrehen. Oder die Treppe. Hier komme ich auf Leiter. Und sind jetzt beim Magier.